Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Im September sind diese Straußenküken nach und nach aus dem Ei geschlüpft, umsorgt von Straußenmutter Maria Daniel. Seit fast einem Vierteljahrhundert halten Maria und Willi Daniel afrikanische Strauße im Delbrücker Ortsteil Westenholz. Mittlerweile zählt die Straußenherde gut 80 Tiere. Der gesunde Nachwuchs wird europaweit zu Zuchtzwecken verschickt. Bevor jedoch die ganz Kleinen so rasant die Kurve nehmen, werden noch einige Wochen vergehen, in denen ihre weichen Daunenfedern zum Jugendfederkleid werden. Nach einem Jahr sind sie schließlich ausgewachsen wie diese Straußenhennen, die bis zu 1,90 Meter hoch werden und ca. 110 Kilogramm dann auf die Waage bringen können. Nicht gerade zimperlich gehen sie dann mit ihrer Chefin Maria Daniel um, doch die Westenholzerin kennt dieses Schnappverhalten und weiß damit umzugehen. Noch abseits von seinen Hennen der Straußenhahn, deutlich hinsichtlich Federkleid und Beinfärbung von den Weibchen zu unterscheiden, mit 250 cm Körpergröße und einem Gewicht von bis zu 135 Kilogramm übertrifft er die Hennen. Strauße können 30 bis 40 Jahre alt werden, nicht verwunderlich also, wenn auf dem Straußenhof Daniel das erste Straußenpaar noch lebt. Der Straußenhof ist jedoch nicht ausschließlich auf die Straußenzucht fokussiert. Mehrfach in der Woche öffnen sich die Türen des kleinen Hofladens. Hier gibt es fast alles vom Strauß. Die Palette reicht vom Straußenfeder-Staubwedel über Straußeneilampen bis hin zu Wurst- und Fleischwaren. Und nachgefragt auch die Straußenlederwaren wie Geldbörsen, Gürtel, Schlüsseletuis und Taschen. Immer geschäftig Maria Daniel, die noch Zeit findet für Kinder, Ferienspaß auf dem Straußenhof zu organisieren. Den afrikanischen Strauß vom Küken bis zum imposanten Hahn hautnah zu erleben, ist hier völlig ungefährlich, schützt doch der hohe Maschendrahtzaun vor allzu großer Nähe und schnappenden Straußenhennen. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon Büren Salzkotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, Bäckerei Lange und dem Tanzstudio Wechselschritt.